Einen wunderschönen, ihr Lieben, und ein recht herzliches Willkommen zum zweiten Rennen heute. GT Lab Midseason Event Liga 2. Heute live aus Kalifornien. Moment, live aus Kalifornien vom WeatherTech Raceway Laguna Seca. 60 Minuten werden gefahren. Das ist eine echte Strecke. 3,602 Kilometer pro Runde müssen die Fahrer zurücklegen. 453 Meter ist die längste Gerade. Und Höhenunterschied bei ca. 55 Metern. So. So, aber nichtsdestotrotz, so, seht ihr, mit dem Radical wird gefahren, die Fahrer haben die recht schön hergerichtet, finde ich klasse, Chris mit seiner wunderbaren Lackierung, muss ich aber sagen, die sieht mir so ein bisschen gemopst aus, woher, gut, kann aber auch sein, dass ich einfach nur falsche Anschuldigungen erhebe und das hat Ding tatsächlich so, dass er das Ding tatsächlich so geklebt ist. Slow Cheater. Gucken wir uns auch mal an. Ja. Chris P1 heute. Seemandel, schön, dass du da bist, mein Lieber. Es kann gut sein. Thank you, Motorsport. Bitte gerne. Ich stream ja gerne, gar kein Problem, Leute. Und es ist, soweit ich weiß, der Mann aus der SRT. So, Epsi steht da. Auch eine interessante Lackierung. Der Hub sogar noch. Da hinten habe ich es klein erkannt. Das Motorsport 1997, mein wunderschönes kleines Logo. Aber ich sag mal so, Chris könnte heute vielleicht auf P1 fahren. Einen wunderschönen Öpsi, schön, dass du da bist. Ja, ansonsten soweit alle noch an der Box, bis auf Öpsi und Chris. Slow Cheater, der tauscht gerade die Reifen. Tankt noch wieder. Da wird nochmal. Ne, drei Viertel voll. Dann geht's auch schon wieder raus. Ja, ihr seht heute eine extra lange extra lange Boxenausfahrt. Genau wie in Brasilien. Noch bin ich am Start. An mir müsst ihr alle erstmal vorbei und ich bin der Allerschlimmste. Hahaha. Öpsi. Einbildung ist auch eine Bildung, oder mein Freund? Viel Spaß. Ja, mal sehen, wie es wird. Und ich hoffe, dass du heute vielleicht mal eine gute Platzierung holst, Epsi. Wenn jetzt hier heute jeder mit derselben Bude fährt. Überleben ist das, was zählt. Ja, das stimmt. Oh, da ist er gut durchgekommen, aber na, abgekürzt. Da seht ihr ja diese bergrunter rechts-links-Schikane da. Muss man halt eben auch gucken, wie man da am besten durchkommt. Fritz auch da mit N. Lauda auf der Seite. Coole Anekdote an den Mann.
Ubi. So ein bisschen Halloween-mäßig angelehnt, ja. The Walking Dead, The Walking Dead, so. Sieht doch mega gut aus. Upsi mit den besten Emojis. Ja, Upsi, anstatt dass du da rumstehst, könntest du auch mal fahren und Emojis hereinschickst. Ansonsten hoffe ich, dass soweit alle da sind, dass wir gleich ins Qualifying können. Und dann auch relativ zügig ins Rennen. Ja, wenn ich heute nicht so viel spreche, wie gesagt, heute war nochmal ein relativ stressiger Tag. Ich bin heute das erste Mal ein Rennen gefahren und habe dabei gestreamt, wie ich gefahren bin. Mit dem BMW Z8 ein Testrennen gefahren. Das war beim Technotrain, eine andere Rennliga, wo ein Kumpel mich drum gebeten hat, sie doch bitte zu streamen, wenn da genug Fahrer zusammenkommen. Aktuell wird da aber noch, soweit ich weiß, alles, also die Fahrzeuge ausgewählt, beziehungsweise, ja, die Fahrzeuge abgestimmt, welches Fahrzeug genommen wird. Und dann wird das auch schon. Moin Techno, hab grad nochmal Werbung gemacht. Ich hoffe, das ist so okay. Ich mache überall gerne für jeden Werbung. Weißt ja, drückst mir nachher wieder einen dicken Koffer in die Hand. Ah, herrlich. Cool, sicher, sicher. Danke, danke. Ja, jetzt geht's ins Qualifying. Hier, wie gesagt, das Mid-Season-Event mit dem Radical ist aber cool, wie das jetzt hier aussieht zum Wegfahren gerade, ist aber, glaube ich, ein Bug, genau. So, ich will 1,61, süß, sauer, bei dem fahren wir jetzt einfach mal mit, bei dem hier, beim Radical, finde ich die Kamera echt Legende. Die ist dann so schön draußen. Kann man wunderbar zugucken. Gucken wir einfach mal zu, wie die einzelnen Fahrer jetzt dann Feuer geben. So. Herrlich. Herrlich. Gehen wir nochmal weiter. Das aus. Das wollte ich eigentlich anhaben, habe ich dann vermutlich vergessen.
Ach so, nee, so ist es richtig. Das an das aus. So, ja, ihr seht, ich bin heute auch so ein bisschen von der Rolle. Ja, ansonsten wunderschöne Lackierung auch hier vom Vic gesehen. Nur Vic, was du mir mal noch erklären musst, was heißt MFP. Ich will mich jetzt nicht zu weit rauslegen, aber ich würde jetzt sagen, honk if you're horny. MFP heißt das vielleicht mit freundlichem Fusch. Oder wie darf ich das interpretieren? Währenddessen Atomic, gucken wir jetzt auch mal rein. Oh ja. Oh ja. Das sieht aber auch interessant aus. Da wurde sich auch nochmal Mühe gegeben, so wie das aussieht. Es sei denn, das wird wieder gemobst, mein Lieber. Sieht aber ansonsten echt schön aus. Irre Mythos, das nächste. Constante ist grande. Schön. Na? Schöner Helm. Muss man ihm lassen. Schönes Muster. Gefällt mir sehr. Upsi haben wir ja schon gesehen. Der hat auch ein kleines bisschen Werbung für mich drauf gehauen. Fritz. Eine kleine Anekdote an Niki Lauda. Einem der besten Rennfahrer seiner Zeit. Hubi. Auch sehr interessantes Design. Genau wie Slow Cheetah. Chris. Haben wir zwar schon gesehen gehabt. Oh, der hat auch Autobugs-Aufkleber drauf. Ist mir mal interessant. Eddie Sanchez. Der hält seinen Wagen dann doch eher schlicht. Da hätte ich jetzt gedacht, dass er vielleicht ein bisschen Audi Energy drauf macht. Aber das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Aktuell schnellste gefahrene Rundenzeit ist Vic Outlaw 1:30.099. Mega stark. Ansonsten, ja, hoffe ich, hatte soweit einen schönen Sonntag. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass wir hier wieder fahren, wie sonst auch jeden Sonntag. Ja, Chris, der kommt da gut drüber gerutscht. Guck mal kurz reinschauen. Hallöchen, Hütchenstein. Du musst auch mal kurz reinschauen, denn du bist schließlich mein Admin. Beziehungsweise mein Mod. Nicht Admin. Du bist mein Mod. Du musst eigentlich immer mal wieder reinschauen, mein Lieber. Atomic, der diese Saison eigentlich gar nicht mal so verkehrt unterwegs ist. Gut, letztes Rennen war jetzt nicht so geil, aber sonst hat er auch seine guten Rennen, wo er definitiv, beziehungsweise sonst ist er auch ein sehr guter Fahrer, mit, wo er sehr viel Gas geben kann. Eddie Sanchez, ganz stark unterwegs, 1:32.130, Vic Outlaw aktuell schon wieder verbessert, 1:29, 1:66, da kämpft der Eddie Sanchez,
Boah. Aber der kriegt die Karre nochmal gehalten. Slow Cheetah währenddessen. Ja. Ja, da lässt der Fritz den vorbei. Da trifft der gute Schikurve des Slow Cheetah, ist aber auch ein phänomenaler Fahrer. Fritz da am Tuckern. Dann irre Mythos aktuell auf Startplatz 8. Nickt so ein bisschen wegen den Hoppeln. Oh, oh, oh. Muss er ein bisschen gegenkämpfen. Jetzt weiß ich auch, was der da drauf hat. Das ist die italienische Flagge, so wie das aussieht. Hubi auf 9 aktuell, Öpsi auf der 10 aktuell. Ja, heute 10 Fahrer. Mal sehen, wie es rennen wird. Bin gespannt auf Kurve 1. Lasst euch da genug Platz, dass ihr gut rauskommt. Ansonsten, ja, wie gesagt, hier weg, der sich nochmal verbessert. 1,29,011. Das ist Wahnsinn, was der hier fährt. Auf der 2. Atomic aktuell auf 3 unterwegs. Sehr stark. Ansonsten ja, soweit sind alle durchgefahren. Ne, hier fahren noch ein paar.
So, ansonsten soweit alle durch. Wir kommen zur Startaufstellung. Vic hat es geschafft. Er hat eine 1:29:011 in den Asphalt gebrannt und sichert sich somit die Pole. Danach Chris auf der 2. 1:29:184, auch sehr stark unterwegs. Danach Atomic auf 3, 1:30:684. Eddie Sanchez auf der 4, 1:30:754. Hubi auf der 5, 1:31:099. Snufkin auf der 6, 1:31:123. Fritz auf der 7, 1:32:014. Irremythos auf der 8, 1:32:112. Slow Cheater auf der 9, 1:32:130. Und Öpsi auf der 10, 1:32:714. So. 1952 geht's los. Das wird ein FAM-internes Duell. Ja, mal gucken, wie es wird. Nabend, Diebels, schön, dass du auch da bist. Ja. Ja, klar, doch mein Bester, schreibt er. Ja, war aber auch heute echt ein mega geiles Rennen. Kann ich nur so sagen. Fand ich war mega. Ja, es war Legende einfach. Es war, wie gesagt, aber auch mein erstes Mal, wo ich gefahren bin und ja, gestreamt habe, war eigentlich ganz lustig. Hab mich aber trotzdem ein bisschen komisch gefühlt dabei. So, noch eine Minute, dann geht's gleich los.
So, geht los. Mid-Season Event Radical. Ja, ist eröffnet. Mega geil. Chris kommt vorne gut weg. Vic Outlaw dicht da hinten dran. Ja, ich sag's ja, im Qualifying zu fahren, eine schnelle Runde zu fahren, ist eine Sache. Dann im Rennen gelten dann doch ein bisschen andere Gesetze. Wie gesagt, jetzt hier Chris, der versucht da vorne gut wegzukommen. Dann Vic Outlaw. Da ist ein Snufkin hinten dran, der hat sich nach vorne gekämpft. Eddie Sanchez, Eremitos, Atame, Kubi, Fritz, Slow Cheetah und ein Öpsi. Der fährt ein bisschen hinterher. Bin nochmal mit Hunden dann später selber live. Alles gleich, bis später. Wir haben vorne wieder Chris. Ja, so ein langsam, aber sicher. Geben die sich da dann doch ein bisschen Platz, aber ja, die werden definitiv dranbleiben. Das sieht gut aus. Bin ich gerade hier bei Hubi mit drinnen. Da vorne kämpfen zwei, Atomic und Eddie Sanchez. Ja, mal gucken, wie es wird. Bleibe ich jetzt mal gerade mit drauf. Ich finde, wie gesagt, die Kamera echt cool hier. Der hupt auch noch ein bisschen. So nach dem Motto, Platz da. Aber da ist er, der Eddie. Und so kommen beide gut ums Eck weiter vorne. Vic Outlaw versucht an Chris vorbeizukommen, aber der macht zu. Chris. Jetzt auf Platz 2 zurückgefallen. Da ist ein Snufkin hinten dran. Der könnte sich auch versuchen, den da vorne zu krallen. Währenddessen da hinten dran immer noch Atomic und Eddie Sanchez. Die beiden kämpfen da. Fritz. Dann Eremitos, Slow Cheetah, Öpsi, Hubi. Da muss irgendwas passiert sein. Das habe ich jetzt leider nicht mitbekommen. 0,5 Sekunden Zeitstrafe hat Öpsi. Mythos. Hinten dran Eddie Sanchez hat einen Fehler gemacht. Die sind da alle hinten dran. Slow Cheetah, der greift da Fritz an. Oh, 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 da dreht er sich. Böse. Da versuchen sie dran vorbeizukommen. Hubi auch. Eddie.
Hubi. Auf 8. Dicht hinten dran an Eddie. Gucken wir mal weiter vorne. Slow Cheetah. Atomix, Snufkin, Chris und Vic. Da ist nochmal Gefahr gebannt. Aktuell zumindest. Weiter hinten. Hubi. Der ist immer noch hinter Eddie dran. Bleib ich mal noch ein bisschen dran. Upsi, 9, Fritz auf 10, der hat sich da böse gedreht. Ja, das ist an sich echt geil zu fahren mit dem Auto, aber ja, was soll ich sagen. Chris auf 2, Snufkin auf 3, Atomic 4, Slow Cheetah 5. Aber aktuell bauen auch mal so richtig schön die Reifen runter. Irre Mythos auf 6 aktuell. Eddie Sanchez kommt da gut runtergedonnert, dann Hubi hinten dran. Jetzt ist er dran vorbeigekommen. Aber Eddie Sanchez ist immer noch mit dabei. Da ist noch ein Öpsi mit hinten dran und ein Fritz. Big Outlaw. Chris auf 2.
Atomic auf 3. Slow Cheetah auf der 4 aktuell. Mythos 5. Boah. Ja, da muss man ein bisschen gegensteuern, wenn man da runter donnert. Hobi auf der 6, Gatomic, Go Atomic, so ist es richtig. Hallo Tequila, schön, dass du da bist. Atomic, aktuell stark unterwegs auf der 3. Ja, jetzt muss man nur aufpassen, dass der Gute sich nicht dreht, denn ja, wir haben es vorhin schon ein paar Mal gesehen, haben sich ein paar gedreht, was dann ja absolut nicht so toll war. Snufkin auf der 10 mit frischen mittleren Reifen und vollgetankt. Fritz hinter Öpsi. Fritz. Ja, der ist da extrem stark hinten dran. Stark unterwegs. Na, kommt da dran vorbei. Eddie Sanchez an der Box aktuell. Upsi, da bleibe ich jetzt mal noch drauf, Leute, ne? Aber Upsi muss jetzt auch gleich rein. Chris kommt auch an die Box. Wegen Nachtanken, genau auch wie Fritz. Snufkin war schon. Eddie auch nochmal gut nachgetankt. Vorne Weg mit 16 Sekunden Vorsprung muss auch nochmal rein. Aktuell geht's noch, aber ja. Atomic aktuell auf 2, muss auch noch mal rein an die Box, muss auch noch rein an die Box. Oder eher gesagt, bald rein.
Big Outlaw kommt rein. Ja. An sich ist die Box eigentlich gar nicht so lang, aber das ist halt von Gran Turismo her so. Atomic kommt auch rein. Slow Cheetah kommt auch rein. Ramythos, das sieht gut aus. Oh, der hat kommende Sprit. Hubi auch gerade noch so. Öpsi. Nein, Hubi, der Eremythos hat dich nicht ausgebremst. Der hat nur keinen Sprit mehr gehabt. Fritz auf 7. Chris auf 8. War erst drin. Snufkin, selbe Spielchen. Eddie auch. Upsi, ansonsten der Rest alles an der Box. Vic Outlaw wieder draußen. Frische, mittlere Reifen, vollgetankt. Das sieht soweit gut aus. Dann Chris hinten dran. Geht das mit den Autos? Ja, siehst du doch. Die Autos gehen nicht, die funktionieren. Atomic auf 3. Slow Cheetah 4. Snufkin auf 5 runter. Eddie Sanchez 6. Irremythos auf 8. Epsi 9. Fritz auf der 10. Na, bleibe ich mal noch ein bisschen mit drauf. Big Outlaw. Doch, Rennreifen, dachte Sport. Wie gesagt, die fahren jetzt hier Rennreifen. Chris auf 2. Atomic auf 3. Slow Cheetah 4. Snufkin 5. Bleib mal noch ein bisschen mit drauf. Ist ja gerade sonst. Hier gibt es wohl so richtig einen Kampf.
Eddie Sanchez. Wir später machen noch mal ein paar Maschinen platt. Bis später. Ubi 7, Pyramidhaus auf 8. Pepsi 9, Fritz auf 10. Slow Cheetah, Snufkin hinten dran. Eddie auf 6. Ubi 7. Mythos 8, FC 9. Ja, aktuell lasse ich es jetzt einfach mal so laufen. Wie gesagt, fahren wir jetzt einfach mal hier auch mal so ein kleines bisschen mit. Fritz auf 10. Weg aktuell auf der 1 immer noch unterwegs. Chris auf 2. Atomic 3. Thank you.
Slow Cheetah. Snufkin. Ja, bald sind auch diese Reifen anscheinend nochmal runter. Heute ist so ein bisschen reifenfressend. Ist aber auch interessant so zu sehen, Ubi auf A6. Mythos. Snufkin an der Box, 0,5 Sekunden Zeitstrafe. Upsi auf 7 aktuell.
Snufkin auf 8. Fritz 9. Eddie Sanchez 10. Vic Outlaw, der überrundet gleich schon. Oder überrundet jetzt schon die nächsten gleich. 35 Sekunden Vorsprung hat er. Atomic 2. Slow Cheetah 3. Ist auf 4 unterwegs. Snufkin. Da ist Vic hinten dran. Fritz auf 9, Eddie Sanchez 10, Big Outlaw, immer noch auf 1, darf bald wieder rein. Wundert euch nicht, warum ich so weniger spreche. Ist halt gerade aktuell nicht so viel los. Atomic auf 2, Slow Cheetah 3, bleibe ich mal drauf. Slow Cheetah kommt rein, Atomic bleibt noch draußen. Jetzt auf 3 nochmal. Hubi 5.
Slow Cheetah auf der 5. Vic kommt rein, noch 3 Liter im Tank. Weg noch drin, Hobi. Ne, Atomic drin. Der Tank jetzt noch. Slow Cheetah auf 5, Snufkin 6. Mythos 7. Epsi 8. Eddie Sanchez auf 9. Hubi auf 6, noch am Tanken, Fritz auf 10, Fritz, doch ein bisschen am Kämpfen. Chris auf 1. Big Outlaw auf der 2. Slow Cheetah auf der 3, Atomic aktuell auf der 4. Snufkin auf der 5.
Hubi auf der 6. Eremythos die Bann. Epsi 8. Eddie Sanchez auf der 9. Fritz auf 10. Big Outlaw 2. Ja, jetzt muss der Weg immer noch mal kämpfen. Auch wenn er dauerhaft auf Platz 1 war. 17 Minuten sind noch hier zu fahren. Slow Cheetah auf 3. Atomic 4. Snufkin 5. Hubi auf 6. Eremythos 7. Epsi 8. Eddie Sanchez 9. Und Fritz aktuell auf der 10. Ah, der wird gleich überrundet. Vom Slow Cheetah müsste das sein. Da kommt er jetzt ohne Probleme dran vorbei. Ja, Chris aktuell immer noch stark dabei. Big Outlaw. Slow Cheetah auf der 3 aktuell. Atomic hinten dran. Ja, so ein bisschen mexikanisch angehaucht, sieht echt cool aus. Snufkin auf der 5.
Oh, oh, oh! Snufkin. Ja, das ist schon sportlich. Snufkin, Aquachubi auf der 6 aktuell unterwegs. Noch 12 Minuten, dann sind wir auch hier durch. Eddie Sanchez auf der 8. Epsi 9. Fritz auf 10. Jetzt muss noch mal rein zum Tanken. Snufkin war in der Box. Slow Cheetah 3. Chris auch nochmal in der Box, genau wie Slow Cheetah. Hubi auf der 5 aktuell. Namt Malle, schön, dass du da bist. Eddie Sanchez auf der 7. Epsi auf der 8. Remythos 9 und Fritz auf der 10. Big Outlaw auf der 1.
noch 7 Minuten zu fahren. Also wenn ihr nochmal ein Interview heute haben wollt, ist halt eben euch überlassen. Wenn nicht, ist, ja, wie gesagt, auch nicht schlimm. Ich richte mich da gerne nach euch. Währenddessen auf A2. Der überrundet jetzt den Öpsi. Bitte verzeiht mir wegen meiner General. Atomic auf A3. Slow Cheetah 4, Ruby auf der 5, Snufkin 6, Eddie Sanchez 7, Epsi auf 8, Irrenmythos. Mythos auf 9. Und Fritz auf der 10. Die letzten 5 Minuten des Rennens. Auf A2. Atomic stark unterwegs. Slow Cheetah 4. Hubi 5.
Snufkin auf A6. Die Sanchez. Ihre Mythos auf 8. Pepsi 9. Und Fritz auf der 10. So, ihr wisst, jetzt bleibe ich auf der Startzielgeraden. Oh, man muss ein bisschen gegensteuern, damit ich keinen vergesse. Snufkin, der wird ja wahrscheinlich auch nochmal drüber kommen. Chris kommt auch nochmal drüber. Eddie Sanchez mit wenig Sprit im Tank. Glückwunsch, Platz 7. Eure Mythos. Und Atomic, herzlichen Glückwunsch, Platz 3 Atomic und Eremythos Platz 8, Glückwunsch. Der nächste ist Epsi. Glückwunsch, Platz 9. Platz 10, Glückwunsch. Slow Cheetah Platz 4, Glückwunsch. So, jetzt Hubi. Platz 5. Big Outlaw. Big Outlaw, herzlichen Glückwunsch, Platz 1 hier zum Sieg in Laguna Seca. Snufkin. Naja, das reicht noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Chris, Platz 2. Und Snufkin, Platz 6. Glückwunsch. So. Das war es dann auch schon wieder hier aus Laguna Seca. Ja, ich habe deine Anfrage bekommen, Irre Mythos. Kein Problem, aber mein Dings unterstützt das nicht. Mein Browser unterstützt das nicht. Außerdem müsste ich dann, glaube ich, so umstellen, dass ihr dass ihr mich dann über den Computer hört. Und das mache ich ja nicht. Ich streame ja hier rein über die PlayStation 5. So. Halt. So, jetzt könnt ihr alles sehen. So, ansonsten
Möchte jemand zum Interview erscheinen, wie zum Beispiel der liebe Atomic? Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich leider selber nicht aus. Das ist auch ein Problem. Da sind wir wenigstens zu zweit. Ja, ich auch. Ansonsten echt gerne. Hab mich verzockt, naja. Lobby schließt. Passt. Ja. Wenn heute keiner zum Interview kommen möchte, kein Problem. Es klappt aber. Natürlich klappt es. Gar kein Problem. Aber wie gesagt, da müsste man dann das mal so umstellen, dass ich dann alles über einen PC mache. Sowohl mit dem Streaming-Programm, dass einfach nur das Bild und der Ton von der PlayStation kommt. Und ansonsten der Spaß von mir, also halt eben meine Stimme über den Computer kommt. Dann kann ich auch jederzeit mal versuchen, mit anderen Leuten gerne zusammenzuarbeiten. Und ich kann nur, wie immer, sagen, vielen herzlichen Dank für alle Follower, für alle Zuschauer, die hier zugucken, die das Projekt hier unterstützen, weil, wie gesagt, es ist und bleibt für mich ein Projekt. Ansonsten, ja, wenn sonst nichts mehr ist, wünsche ich euch soweit einen wunderschönen Abend noch. Kommt mir morgen gut in die neue Woche. Und wir hören und sehen uns dann spätestens morgen Abend wieder zum Mondays Driver Club. Das war es erstmal von mir. Bis dahin. Tschüss.